Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück bei Squared Mechanic. Das Spiel ist ja, machen wir ja so ein bisschen unregelmäßig. Und es kam ein neues Update, die 0.1.19d. Einige Bugfixes und einige Sachen, dass das Spiel nicht mehr so oft abschmiert, wie es in der letzten Folge einfach mal am Ende getan ist. Naja, hoffentlich passiert das nicht mehr so. Aber ansonsten kam noch nichts viel Neues. Die Arbeit an neuen Sachen und alles, naja. So, und ich bin jetzt auch der richtige Charakter hier. Habe ich einmal irgendwie vergessen. Hab irgendwie einen anderen gewählt oder so im Hauptmenü. Naja. So, ich habe hier mal so ein bisschen was gebaut. Hier sieht man immer noch meine Welt und so. Mal die Radius. Was ist eigentlich? Ach ja, Radius, genau. Also das Radio, die Radio, keine Ahnung. Die Mehrzahl davon habe ich mal alle ausgeschaltet. So, ich habe hier mal dann auch noch so ein kleines Wägelchen gebaut. Und da wollte ich euch noch was zeigen, zum Beispiel. Ihr seht ja hier das Menü, das Inventar. Und hier ist ein Controller. Den haben wir einfach mal hier hingebaut. Und hier habe ich dann das Ding hingebaut, ein Switch. On und off, ne? Damit er auch nicht ständig was er machen soll. Hier hinter. Also ich kann das nochmal abreißen hier. Macht man denn zum Beispiel, wie heißt das hier noch? Zum B-Ring hin, ne? Und der Sinn der Sache ist hier ist mein Fahrzeug. Und ich möchte das hier so hochklappen oder beziehungsweise aufklappen, dass das wie so eine Treppe ist und dass wir hier so einsteigen können, zapp, und dann ja, rein ins Auto so. Und dann gibt es so Mechaniken, wie das drehen kann und alles. Mal ein bisschen eben rumprobiert. Ich wollte das schon einzeln machen, aber man kann ja daran Blöcke ranhängen. Zum Beispiel so. Ach, jetzt ist er. Ups, das war doof. Warum läuft denn jetzt alles? Hallo. Hör mal auf, du. So, mach hier nochmal einen ran. Aha, allerdings nicht hier, sondern machen wir mal hier. Das könnt ihr auch im großen Stil natürlich machen. So, jetzt hängt er da sozusagen dran. Jetzt muss ich ja genau den mit dem verbinden. Den Spearing mit dem Controller und den Controller auch natürlich mit dem Switch, wenn wir das drücken können. Und dann gehen wir hier rauf auf den Controller. Und dann sehen wir hier den Rotation Editor. Kann slow, fast, noch ein bisschen langsamer. Und hier können wir dann so ein bisschen drehen mit dem Mausrad, nee, mit der linken Maustaste einfach drehen, den Winkel. Das muss ich natürlich noch erstmal rausfinden. 90 Grad, was das Beste ist natürlich. Der kann auch ein bisschen weiter aufklappen, Beispiel. Der macht sich hier nochmal 90 Grad. So, mal gucken, was kommt denn da raus. Jetzt geht er ja gar nicht mehr zurück. Kann ich auch zurückfahren? Minus, der kann auch hier zurückfahren, ne? Jetzt ist er wieder eingefahren, ne? Normalerweise soll der auch nicht so ausklappen, sondern eigentlich nach unten. Aber gut, da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Aber ich wollte euch nur mal ein bisschen zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Da könnt ihr auch mal gerne rumtüfteln und das werdet ihr wahrscheinlich besser machen als ich. So, was macht ihr denn jetzt hier?
Okay, 15. Wenn ich jetzt nochmal 15 mache, macht er insgesamt 30 oder wie macht er das? Schritt 1. Ach so, der kombiniert es sozusagen so. Okay, so funktioniert das schon mal. Und wenn ich den wieder aufmache, dann fährt er auch wieder zurück. Ja, okay, das ist schon mal. Naja. Okay. So, gibt es auch so ein bisschen Schwerkraft alles. Dann probiere ich mal was anderes. So ein bisschen hier in die Breite. Kann ich das so machen? Okay, jetzt mache ich mal so. Wie würde das denn funktionieren? Mache ich auch mal, lasse ich einfach mal so. Und dann. Ja, gut. Müsste ich den Wagen anders bauen, ne? Theoretisch. Aber ich will den ja von der Seite ausfahren. Würde das auch irgendwie gehen? Ich weiß nicht, ob mein Hirn das so mitmacht. So, na, warte, muss ich mal ein bisschen probieren. Ich fahre den mal zurück. Muss man drauf achten, wo der dranhängt. So. Und dann. Ja, ich habe nicht so eine Vorstellungskraft immer. Wie weit ist das? Das hängt da dran und das hängt da dran, Beispiel. Muss erstmal so ein bisschen rumfummeln, ne, wie das alles so geht. Der ist damit verbunden. Verbinde ich den auch nochmal. So, jetzt haben wir schon zwei. Stelle ich mal einfach irgendeinen Winkel ein, 45 Grad. Es geht ja immer so, ne? Aber das soll irgendwie anders gehen. Puh. Der liebe Gronkh hat das auch hinbekommen mit Sarazar, aber. Ich hab zwar einige Folgen geguckt, aber ich spiele das auch ein bisschen blind. Man muss ja auch ein bisschen rumprobieren. Da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das machen sollte. Aber ob ich das verstehe, weiß ich nicht genau. Das ist so ein bisschen Mindfuck hier alles, ne? So ein bisschen wird man im Gehirn so, keine Ahnung. Wie klappt er sich denn nach vorne aus, Beispiel? Okay, der hängt jetzt hier vorne dran. Wie das immer runterfällt. Boah, wie macht man das? Macht ja immer so.
Daran hängebauten nützt mir das auch nichts. Und ja, da komme ich jetzt nicht. Hallo. Bisschen höher, bitte. Wenn ich den hier unten hin mache, einen, ne? Was passiert denn mit denen eigentlich? Aber kann ich auch gar keinen machen. Ja. Ah, da fehlt mir immer der Lift hier. Wie das aussieht. Ja. Es klappt nicht so, wie ich gerne hätte, ne? Warum kann ich da nichts runtersetzen? Hallo. Passiert sowas. So, dreht er sich um die eigene Achse praktisch. Aber wie klappt er sich denn hier aus? Muss ich ihn dahinter klemmen irgendwie? What she said? Nein. Sieht er das Gleiche mit? Hä? Er dreht sich ja immer so rum. Wenn ich ihn von unten mache, dreht er sich so rum. Wie kriegt das hin, dass er das ausklappt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich ehrlich nicht. Das kriege ich auch, glaube ich, nicht in meinen Kopf rein. Naja. Muss ich mal selber ausprobieren. Vielleicht gucke ich dann noch mal, doch nochmal bei Gronkh und so rein.
Also das ist auch eine Sache, die man hier im Spiel zum Beispiel machen kann. So, hier habe ich ja unser komisches Gefährt. Kann ich überhaupt... Jetzt habe ich das Dings abgerissen, ne? Dann nein, dann noch nicht dahin. So, bitteschön. Und das war ein Sitz, ne? Ein Driver Seat eigentlich. Oder war das ein normaler Sitz? Keine Ahnung. Dann. Ups, das war. Warum ist das so komisch gebaut eigentlich? Wer war das denn? So. Muss ich eigentlich praktisch nur mit den Zwastern hier verbinden. So, ob die dann fliegen, weiß ich nicht. Ich dachte nur, das sollte ein bisschen gleichmäßig sein. Habe ich oben und unten gemacht, aber ob das jetzt was wird. Naja. Ich würde gerne fliegen. Kann die gerne ganz nach unten stellen, aber sind die denn aus? Ich weiß es nicht. Oder sind die auf minimal dann eingestellt? Na, das war ein bisschen zu wenig Power, oder? So, mache ich mal hier hin. Das Ding kommt weg. Jo, toll. Ist es hier ein bisschen ebener? Ja. So. Ich bin ein wahrer Experte. Hui. Ist ein bisschen laut. Jo, die Levelgrenze. Es war eben gute Geschwindigkeit, aber ja, ist noch nicht ausgereift. Hier das Modell. Das ist noch ein Prototyp. Ja, so fliegt man heutzutage.
könnte sogar damit nach Hause laufen, aber naja. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich von Squared Mechanic. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Boing.